Du überlegst, dich selbstständig zu machen, bist dir noch nicht ganz sicher oder schon mitten in einem Vorhaben und du merkst, du kommst nicht so gut voran? Nun, vielleicht helfen wir heute hier, dir diese vier Fragen, die du für dich selbst beantworten kannst, dabei eine Entscheidung zu treffen oder die bestehenden Entscheidungen zu überarbeiten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und ich habe nicht nur vielen anderen Menschen dabei geholfen, weit über 1000 sich selbstständig zu machen, sondern ich habe selbst auch viele Unternehmen gegründet und kenne die Hochs, ich kenne die Tiefs, ich kenne die Voraussetzungen, ich kenne die Prozesse und ich weiß aber auch, was bedeutet, ein Unternehmen zu schließen und wieder neu zu starten. Die erste der vier wichtigen Fragen ist, ob du abhängig oder unabhängig durch dein Leben gehen möchtest. Die Herausforderung ist, dass du wahrscheinlich wie ich und wie alle anderen in eine Familie, in einen Kontext reinkommst als Angestellter und dein Arbeits- und Lebenseintritt häufig abhängig gestaltest. Zuerst von den Eltern, dann vom Arbeitgeber und viele wachsen dann in einer Welt auf, wo auch die Politiker, das Wetter, das Klima, die Mitbewerber, die Kunden, alle anderen schuld sind, wie es einem selbst gerade geht. Nun, und das zeichnet ein Unternehmer nicht aus. Der Unternehmer ist ganz klar unabhängig. Und er weiß zwar um die Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur und in der Wirtschaft vorhanden sind, aber er weiß auch, dass er die gestalten kann und dass er das völlig unabhängig machen kann und dass er auch nur dann erfolgreich sein wird, wenn er selbst die Möglichkeit hat, alles zu beeinflussen und strategische Entscheidungen zu treffen, die dann zum Ziel, zum Erfolg führen. Nachdem du dich entschlossen hast, unabhängig von anderen Menschen oder Systemen durchs Leben zu gehen und Verantwortung zu nehmen für dein Leben, hast du nun die zweite Aufgabe zu lösen, nämlich die Frage, bist du ein Nehmer, also Mitglied vom Stamme Nimm, oder bist du ein Geber? Und wenn du in einen Markt herantrittst, wenn du irgendwo einkaufst und immer nur nimmst und nicht zurückgibst, nun, was hast du dann unterm Strich? Du hast Schulden. Du schuldest den anderen eine Gegenleistung. Und erfolgreiche Unternehmer, die machen natürlich das Gegenteil. Die werden Mitglied im Stamme GIB. Das sind professionelle Diener. Das sind Menschen, die Werte produzieren, die erstmal geben. Heißt es aber unterm Strich, dass sie so blöd sind und nicht auf die Gegenleistung warten, das Geld nicht haben wollen? Natürlich nicht. Denn sie sind ja verpflichtet, nicht nur Steuern zu bezahlen, sondern du willst auch ein Unternehmen haben, was über Jahre und Jahrzehnte existent ist. Und das kannst du nur machen, wenn du dafür sorgst, dass du im Leistungstausch bist und bleibst und dich von den Menschen auch trennst, die, nachdem du geleistet hast, nicht zahlen wollen. Ich hoffe, du hast die Frage beantwortet und bist jetzt auch ein Mitglied im Stamme GIB. Dann kommen wir zur dritten Frage. Und bei der dritten Frage, da geht es darum, ob du lieber wachsen willst oder schrumpfen. Nur, das hört sich lustig an, aber die Einstellung zu sagen, oh, das Steuergesetz, oh, die Buchhaltung, oh, das ist alles so kompliziert, oh, das ist zu schwierig, damit möchte ich mich nicht befassen. Das sagt implizit, dass du nicht lernen möchtest. Das sagt inhärent, dass du nicht dich weiterentwickeln möchtest. Und das große Prinzip in der Natur ist es, dass entweder etwas wächst oder es schrumpft. Deine Firma, dein Unternehmen, deine Persönlichkeit, es wird entweder wachsen oder schrumpfen. Auch dein Gewicht wird auf der Waage nicht immer gleich bleiben über 10 Jahre. Entweder du nimmst zu oder du nimmst ab. Und dazu lade ich dich heute ein, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, mein Ziel ist das Wachstum zu haben. Mein Ziel ist, dass meine Firma wächst. Mein Ziel ist, dass meine Fähigkeiten wachsen. Mein Ziel ist, dass mein Fachwissen wächst, dass meine Feldkompetenz wächst, dass meine Reputation wächst, dass das symbolische Kapital wächst, dass meine Reichweite wächst, dass die Anzahl der Kunden wächst, dass die Anzahl der Leistungsangebote wachsen, dass die Anzahl der Multiplikatoren wachsen. All das sind Wachstumsziele. Und hier lade ich dich ein, mutig zu sein und dir auch mutig Wachstumsziele zu setzen, im Wissen dessen, wenn du es nicht tust, automatisch Schrumpfen einsetzt. Nun, ich hoffe, du hast eine Entscheidung getroffen, dass du dein Leben in Wachstum durchschreiten willst und dass das auch für dich in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen Priorität hast. Die gute Nachricht dabei ist, der Nebeneffekt vom Wachstum ist in der Regel Glück. Kommen wir nun aber auch zur vierten Frage. Und bei der vierten Frage geht es darum, ob du eine Kreatur bist. Also Kreatur bedeutet, du bist geschaffen von jemandem, von etwas und du hast die Fähigkeit auch zu erschaffen. Denn deine Hauptaufgabe ist es, als Unternehmer Neues zu schaffen, neue Geschäftsmodelle, neue Ideen, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen, neue Kundenzielgruppen zu erreichen, neuen Marketingauftritt zu schaffen. Du bist nichts weiter als ein Erschaffer von allem, was dein Unternehmen ausmachen wird. Und das macht deshalb auch einen Unterschied, ob du glaubst, dass du selbst ein Konzept, ein gewolltes Konzept bist, was dazu geschaffen ist, wiederum Neues zu erschaffen. Du bist geschaffen, um zu erschaffen. Du bist eine Kreatur, um selbst ein Kreator zu sein. Nur wenn du das nicht machst, dann bist du vielleicht nur eine Fischamöben
Folgeeinheit. Du bist ein Zufallsprodukt, was irgendwie hier gerade durch die Wälder kraucht und lebt. Und dein nächster Entwicklungsschritt, nun, der hängt von den nächsten 100 Millionen Jahren vielleicht ab, ob es mit dir weitergeht oder nicht. Und diese beiden Welten, nun, da darfst du als Unternehmer auch eine Entscheidung treffen. Du kannst überlegen, bist du jemand, der geschaffen ist, um zu erschaffen, oder bist du lediglich ein evolutionäres Zufallsprodukt, was Glück hat, dass es jetzt noch nicht wegselektiert wird und was sich auch aus eigener Kraft nicht weiterentwickeln und gestalten kann, weil es dazu den Faktor Zeit und viel Energie braucht. Nun, und dann hast du 1 Million Jahre vielleicht noch vor dir, bis es mit dir weitergeht. Nun, ich hoffe, dass du alle 4 Fragen positiv beantwortet hast, also das, was im Grünen ist. Denn ein Leben zu führen, einfach nur als Fischamöben-Folgeeinheit, um hier auf der Welt rumzuspringen aus Zufall, nun, das ermutigt wenig. Sicherlich, wir waren beide nicht dabei, als geschöpft wurde oder als die Evolution den Ursprung nahm. Wir wissen es nicht, vielleicht erst nach dem Tod. Aber als Unternehmer kann ich dir sagen, macht es einen großen Unterschied, ob du glaubst, dass du die Ressourcen hast zu gestalten. Und die hast du. Denn sonst würde es das Urheberrecht nicht geben, es würde die Schutzrechte für geistiges Eigentum nicht geben. Der Komponist könnte seine Stücke genauso wenig schützen, wie beispielsweise eine Marketingagentur für ein Logo macht oder ein Ingenieur für eine technische Innovation. Das heißt, du bist eine Persönlichkeit, die deine Zukunft beeinflussen kann. Und das ist das Ziel als Unternehmer, beizutragen, Probleme anderer Menschen zu lösen und keine Probleme zu machen. Du bist jemand, der etwas gestaltet, der Arbeitsplätze schafft, der neue Strömungen und Entwicklung schafft, neue Ideen umsetzt, damit die Gesellschaft ein Stückchen besser wird. Und du kannst natürlich dann unabhängig daran teilnehmen. Du bist unabhängig dann von anderen Menschen und Institutionen, die dich vielleicht nur klein halten wollen, in Abhängigkeit halten wollen. Und du entscheidest das heute mit deinen 4 Entscheidungen, welchen Weg du gehst. Hast du alle 4 Fragen, hier in dem Fall für Grün, für positiv beantwortet, dass du unabhängig bist, dass du ein Geber bist, dass du wachsen willst und dass du auch eine Kreatur bist, die erschaffen kann. Nun, da kannst du auch gerne unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Umsetzung oder Fortsetzung deines Projekts und Vorhabens. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.